Könnt ihr uns schon hören? Hallo. Jetzt müsstet ihr mich alle verstehen. Herzlich willkommen oder wie wir in Hamburg sagen, moin zusammen. Mein Name ist Marie König, ich bin Studentin an der Hamburg Media School. Wir sind der akademische und Kooperationspartner vom OMR. Und nun möchte ich Ihnen aber Dr. Markus Wibben vorstellen, CEO-Founder und CMO CrossEngage. Gutes Bestandskundenmanagement ist wichtig, wichtiger denn je und gleichzeitig anspruchsvoll wie nie. Um hohen Kundenerwartungen gerecht zu werden, sind prädiktive CRM, AI und First-Party-Daten die heißesten Themen im Marketing geworden. Doch welche Entwicklungen und Use Cases sind tatsächlich relevant, um signifikanten Mehrwert zu generieren? Welche Maßnahmen spielen zusammen, um intelligenten Audienz zu definieren und den CLV zu steigern? In dieser Session wird euch mit praxisnahen Tipps und Tricks, wie ihr euren Kundenbeziehungen auf die nächste Stufe hebt, von Dr. Markus Wibben gezeigt. Und somit übergebe ich und wünsche viel Spaß. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Danke. Danke. Herzlich willkommen euch allen. Hört ihr mich? Ja, wunderbar. Zweiter Tag, dann auch mittags. Ja, herzlichen Dank. Wart ihr gestern auf der Party? Ist gut? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also jetzt, ich hoffe, kurzwellige 1,5 Stunden zu machen und fragt gerne auf Fragen, geht rein, ja, seid kritisch, geht rein. Ich will euch hier gerne 1,5 Stunden durch, was ich nenne, CRM 2.0 nennen. Und man kann sich natürlich auch fragen, warum ist das eigentlich so? Warum CRM 2.0? Was ist jetzt eigentlich los, dass ich sage, die Zukunft des Bestandskundenmarketings ist jetzt? Na, und wir sind im CRM ja schon relativ weit gekommen. Kennt einer diese E-Mail? Das ist die erste Spam-E-Mail der Welt. Ist etwas jünger als ich, 1. Mai, der 3. Mai 1978. Schlimm, ist ungefähr ein Monat jünger als ich bin. Und der Gary Thurk hat am Ende des Tages hat eine E-Mail rausgesendet mit einer schönen Call to Action. Kommt doch mal hier, bei Deckcom Systems war der. Kommt hier, schöne Call to Action, personalisiert. Eigentlich schon ganz viele Dinge gemacht, die wir jetzt auch schon machen. Finde ich total spannend irgendwie. Hat mega schlechtes Feedback bekommen. Die E-Mail ist auch super lang. Er hat nämlich 250 Adressen da eingetragen und dann gab es so ein Overflow, dass die Hälfte der Adressen in dem Text gelandet ist. Sehr schön. Aber er gilt als der Vater des Spams. Finde ich total spannend irgendwie. Deck Systems. Mir gab auch schon genau die Antworten, wieso kommt so eine E-Mail in meine Inbox rein. Das war damals noch das ARPANET. Total abgefahren. 1978. Super spannend. Und mittlerweile sind wir wo ganz anders. Ist jemand E-Mail-Marketer zum Beispiel? Ist jemand da, der E-Mail-Marketing macht? Wunderbar. Genau, ein paar Leute hier. Schön. Da gibt es, fand ich eine schöne Auszeichnung. Das war, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche. Gab es einen E-Mail-Award 2022 und WMF und Rewe haben so den ersten Preis gemacht. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich schon sehr echt begeistert, was da alles gemacht worden ist. Die unterstützende Agentur heißt Nayoki und eigentlich ein super schönes Konzept schon von Onboarding, Interest, Recent Purchase, Retention, Loyalty. Wirklich ein schönes Programm, ja. Ein schönes Programm, was drin ist, sogar schon RFM-basiert, das ist sowas Wertbasiertes. Kennt ihr RFM? Recency, Frequency, Monetary Value, zu gucken, wann der letzte Kauf war und wie viel ausgegeben wurde. Schöne Perspektive, auch da schon drin, ne, wenn man das so sieht. Also echt auch kreative Elemente, Value drin und so weiter. Und selbiges gilt auch für den zweiten Gewinner und das ist die Rewe Schultüten-Aktion. Auch eine schöne kreative E-Mail oder kreatives Programm. Na, viele Steps da drin mit Coupons und alles und das kennt ihr vielleicht, das macht ihr auch schon. Und das ist ja auch schon irgendwie ein echter Fortschritt. Das ist ja echt was, wo wir hingekommen sind. Wer solche Programme implementiert, der ist irgendwie schon, das ist schon ganz ordentlich. Aber nichtdestotrotz sehen wir permanent in der Presse Folgendes. Baut mal CRM auf, nutzt doch mal eure First-Party-Daten. Macht doch jetzt mal bessere Kundenbeziehungen. Hä? Ich meine, das machen wir doch jetzt die ganze Zeit, oder? Das ist ja irre, und zwar überall, sei es Shopify im Future of E-Commerce Report, wer den vielleicht kennt, das ist ein sehr schöner Report, steht ganz klar drin, Freunde, macht mal Bestandskundenmarketing und ich sitze hier irgendwie vor 200 CRM-Experten und Menschen, die CRM machen, was ist denn hier das Problem? Das machen wir doch hier schon die letzten 10 Jahre. Wie kann das sein, dass wir das sehen? Wie kann das sein? Das ist doch, was hat sich denn verändert?
Und das möchte ich gerne vor euch am Anfang dieser Masterclass mit euch diskutieren. Was hat sich in den letzten Jahren eigentlich verändert? In den letzten Jahren sind vor allen Dingen die letzten 2 Jahre wichtig. Das ist der absolute Gamechanger, was sich in den letzten 2 Jahren getan hat. Nummer 1. Das Wachstum in den ersten 3 Monaten 2020, in 3 Monaten war so viel wie die 10 Jahre davor. Das ist die USA, das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb von 3 Monaten. Und wir kennen alle diese Plattform, wir gehen alle auf die Plattform, wollen unsere Kunden akquirieren. Und ihr könnt schon wissen, was da passiert. Ne? Es gibt nur ein limitiertes Inventar. Es könnte vielleicht teuer werden. Und genau so ist es selbst. Selbst auf Amazon. Ja? Amazon ist ein Bloomberg-Artikel vom Juni 2021. 50% sind da die Raten hochgegangen. Das ist massiv. Ne? Richtig massiv. Und was wir auch sehen, ist, dass es einfach teuer wird, diese Kunden einzukaufen. Und da haben wir vielleicht schon den ersten Hinweis, was wir später machen müssen, nämlich auf Werte achten. Werte für uns als Marke. Ansonsten, wir arbeiten mit D2C-Brands zusammen und da gibt es eine D2C-Brand, die sagt einfach, ich kriege das Influencer-Business nicht mehr profitabel. Erstens, die Influencer wollen immer neue Produkte haben. Ja, und das funktioniert ja auch Influencer-Marketing, aber auf lange Dauer kann das sehr, sehr teuer werden. Die wollen neue Produkte haben, es gibt Wear-Out-Defekte, du brauchst mal neue Influencer. So, und du gibst richtig Geld aus, um die Kunden zu akquirieren. Was müssen wir machen? Bestandskundenmarketing. Wir brauchen Wiederkäufer. Ansonsten wird es schwierig auf die Dauer. Und das sehen wir wirklich in den Zahlen. Das sind die CPCs von Meta und Instagram. Konstant auf hohem Niveau. Das ist eine schöne Seite, ist Revealbot. Revealbot, da könnt ihr euch auch mal so Zahlen anschauen. Verschiedenste Facebook, also Meta, Instagram, CPCs, CPIs und so ganz schön zusammengefasst, dass man mal so ein bisschen Eindruck kriegt, was es da so gibt. Aber auch hier war 2020 einfach eine Katastrophe. Ja, das sind die monatlichen sozusagen Anstiege von 2020. Auch da, Revealbot, ne? Kann man sich alles nachschauen. Das ist jetzt, ja, ich mache jetzt keine Panik, aber das war halt nun mal so. Ja, ist irre, ne? 60% mehr auf dem CPC und 90% auf dem CPN. Die Kohle muss ja wieder reinkommen, wenn ich das mal so platt sagen darf. Und dasselbe gilt für die Cost per Purchase. Das ist ja schon irre, ne? 22,25. Da müssen wir schon eine ordentliche Marge haben, damit sich das irgendwie auf dem ersten Kauf rentiert, oder? Ich meine, 22 geht nur dahin. Dann brauchen wir eine Marge für das Produkt und so weiter. Und darum wird das Ganze ganz schön dünn. Und kennt ihr dieses ATT? Das ist von Apple. Wer hat ein Apple-Gerät? Alright, ungefähr so, ja, genau. Ihr kennt dieses Fenster, oder? So, wer hat da schon mal auf Ja, trackt mich bitte geklickt? Ja, sonst noch jemand? Das ist das Problem. Es wird ein weiteres Problem geben, genau damit. Niemand, eine Person hat da drauf geklickt, track mich mal, ist doch auch klar, warum soll ich denn getrackt werden? Ich weiß doch überhaupt nicht, was ich kriege. Und das hat letztendlich dafür geführt, Moloco Report, dass wir 200% höheren CPA haben damit. Moloco Report kann man nachlesen. Ne? Das sind also, ihr habt überall die Quellen dahinter. So 200%, das ist doch der absolute Wahnsinn. Wir stellen uns gleich die Frage auch, warum ist das eigentlich so? Was ist da eigentlich passiert? Bei Snapchat ist das passiert. Quartalszahlen 2021. Evan Spiegel sagt, wir kriegen die Daten nicht mehr zum Personalisieren. Wir haben richtig, sagte, our advertising business was disrupted by changes to iOS and tracking. Und wenn ihr als Marke nicht aufpasst, passiert euch das auch, wenn ihr eine App habt und ähnliche Sachen, weil es einfach unheimlich schwierig ist, profitabel sozusagen diese Erstkäufe hinzubekommen. Ist kein Witz, bei dem Earnings Call sozusagen ist genau das genannt worden. Irre, oder? Was das für einen Einfluss hat. Und auch Facebook hat Schwierigkeiten bekommen. Ihr wisst, vielleicht im Februar war das nicht so richtig schön mit dem Meta Stock Price. Und der Grund, warum am Ende des Tages Meta das erst später passiert ist, es gibt diesen Blue Jedi Case. Kennt ihr das, wo Google und Facebook untereinander User-IDs ausgetauscht hat? Und das wurde, ne, vor Weihnachten war das sozusagen so und seitdem ging das nicht mehr und pop. Sagt Mark Zuckerberg, there's clear trend where less data is available to deliver personalized ads. Ihr wisst, wo ich hin will. Ne? Das ganze Performance and Acquisition Game, das wird weniger data-driven. Das heißt aber, wir als Bestandskundenmarketer, da ist die Zukunft jetzt. Das müssen wir jetzt was machen, oder? Müssen wir was machen. Und am Ende des Tages frage ich mich, ob dieser Gary Vaynerchuk, den kennt ihr vielleicht, whether he's right. Ach, der sagt, der ist ja mal ein bisschen krasser, ne? Nehmen wir mal ein paar Prozent runter. Aber er sagt, 98% der Direct-to-Consumer-Brands are out of business. They just don't know it yet. They don't have the fundamentals to continue acquire customers at a value that's right.
Das ist meine Aussage. Und wird er Recht behalten? Ob er Recht behalten wird oder auch nicht, kommt genau auf euch an. Ob wir vernünftiges CRM machen, vernünftiges wertbasiertes CRM machen oder auch nicht. Und deswegen ist die Zukunft des Bestandskundenmarketings genau jetzt. Also, Memo 1. Kundenakquisition ist einfach unfassbar teuer geworden. Schon allein aus dem Grund. Und da kommt der ganze Druck her. Ich arbeite im CRM seit, ich weiß nicht, ich glaube 2004 bin ich angefangen damit. Da habe ich mal 2000 Kunden analysiert. Und wir haben ewig über CRM gesprochen und alles. Und jetzt auf einmal kommt der Druck. Leute kommen zu uns und sagen, jetzt müssen wir was machen. Wir haben schon lange, ne, wir sprechen da schon lange drüber. Wir sind CrossEngage, wir sind eine Customer Data Plattform. Wir machen das schon seit einigen Jahren. Aber jetzt kommt der Druck. Jetzt wird es nämlich teuer. Und jetzt kommt nämlich noch eine Geschichte. Ich will nochmal zurück auf das ATT hin. Was heißt das eigentlich, wenn ihr auf Don't Track Me klickt? Das heißt, dass ihr diese IDFA, ist diese ID, die ihr bekommt auf dem Apple-Handy, ja, um adressiert zu werden. Das ist wie eine User-ID sozusagen. Die kann man auch resetten, das ist kein Problem. Aber wenn ihr Nein sagt, ja, dann bin ich eine 00000, du bist eine 00000, du bist eine 00000, also ich, ne, virtuell, also in Sachen Kunden-ID, dann sind natürlich alles CRM-Heroes, aber sind alles sozusagen die Null. Und damit kannst du nichts anfangen. Nichts kannst du damit machen. Da siehst du auf Kampagnenebene nur noch, was passiert. Nur noch auf Kampagnenebene, nicht mehr auf individueller Userbasis. Das heißt, alle Kunden, sozusagen alle Kunden-Requirements, die kannst du gar nicht so ausfüllen. Das kannst du nur mit CRM-Daten machen. Und das ist jetzt passiert. Das ist total, also ist total dramatisch gewesen. Die haben ja ungefähr, was haben wir jetzt, 22? Das war, ich glaube, Mitte 20 hat Apple gesagt, dass das kommen wird. Und, glaube ich, im April 21 haben die das eingeführt. Und die haben auch wirklich keine gute Politik gemacht, das zu erzählen, was macht man denn jetzt? Was macht man denn jetzt damit? Weil am Ende des Tages, warum soll ich denn da draufklicken? Ich habe überhaupt, nee, warum soll ich die tracken? Warum soll ich auf dem Consent-Button, ja, erlau mal alle Cookies irgendwie machen? Ich habe da überhaupt kein Verständnis davon. Es geht doch erstmal darum, einem Kunden klarzumachen, warum es vielleicht also eine gute Idee wäre, dass er mir die Daten gibt. Und dafür müssen wir als Marketer im CRM auch eine Botschaft bringen, dass sie das tun. Und das hört sich jetzt philosophisch an, aber am Ende des Tages sind das die Zahlen. Denn wie viel Prozent haben denn jetzt mal gesagt, allow tracking? Es reichen zwei Hände, also wie viel Prozent denkt ihr? 5%. 4%. Ganz genau. Das tut weh. Und jetzt wisst ihr auch, warum das 200% sind bei den CPAs. Ne? Weil das wird einfach, du hast einfach da die Masse nicht mehr. Und das ist die Realität. Und das ist die Realität, die wir haben, auch bei den Web-Tracking-Daten. Das heißt, mit den ganzen Consent-Bannern und alles, was wir da haben, das sind die Realitäten, Freunde. Was motiviert denn jetzt Kunden, Daten zu teilen? Und das ist total interessant. Ne? Der oberste Punkt, ich vertraue der Organisation. So, ich lade mir jetzt also irgendwie eine App runter und dann weiß ich, vielleicht vertraue ich der schon. Und dann ist, ich bekomme irgendwas. Ne? Ich erhalte kostenlose Dienstleistungen und Produkte. Ich kann höherwertige Waren bekommen. Eine Marke, bei der ich schon mal gekauft habe. Ja, so welche Geschichten sind das dann sozusagen, die das wirklich motiviert, die Kunden diese Daten zu teilen. Aber so einfach geht das eben nicht. Und ganz unten kommt dann, ich erhalte Werbung, die für mich relevant ist. Ja, auch keiner. Die wollen die Werte da oben haben. Und das ist für uns eine kreative Aufgabe, zu überlegen, wie können wir denn eigentlich den Kunden auch überzeugen, dass sie unsere Daten bekommen. Vielleicht ist es auch so etwas wie ein verzögertes Tracking. Warum muss ich direkt von Anfang an tracken? Warum warte ich nicht eine Sekunde, damit ich ein gewisses Vertrauen auch gezeigt habe? Da ist Wert dahinter. Und dann sage ich, ey, um deine Experience noch besser zu machen, wäre es cool, wenn ich deine Daten kriegen würde. Ja, und hier ist auch eine Übersicht über deine Daten. Und das müssen wir uns als CRM-Leute, genau das müssen wir uns überlegen. Wie kriegen wir das hin? Und eine gute Erfahrung ist entscheidend, hier nochmal auch ganz, ganz interessant, dass wir gerade bei der jüngeren Generation, ja, die wissen, die Daten haben Wert und wenn ich was dafür bekomme, dann ist das cool, dann klappt das. Während die Babyboomers, die sind irgendwie so ein bisschen sehr skeptisch. So, das ist alles ein bisschen zu technisch und da habe ich Angst vor. Ne, das ist ganz interessant, kann man nämlich auch aussteuern. Wenn du nämlich weißt ungefähr, was für ein Kunde auf deiner Seite ist, mit wem du kommunizierst, kannst du dementsprechend auch mit den Daten kommunizieren. Und das müssen wir machen. Denn ich möchte mal einmal die Frage stellen, wenn ihr euch mal ganz blöd vom Newsletter abgemeldet habt, wie viel Prozent oder wer von euch hat sich schon mal wieder neu angemeldet? Also bei derselben Brand. Ihr habt euch mal abgemeldet und dann wieder angemeldet.
Wer hat das mal gemacht? Ich sehe jetzt so 5 Hände. Und das ist doch das Entscheidende. Wenn wir das mal gemacht haben und gesagt haben, das wollen wir nicht, dann war es das. Dann sind wir da raus. Dann hat die Brand uns verloren. DSGVO, richtig? GDPR. Bullshit, können wir es nicht mehr machen. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Und das ist ja das Schöne auch in einem CRM, dass wir diese kreativen Ideen umsetzen können. Müssen halt datengetrieben sein. Und hier ist so eine Geschichte, wir nennen das Customer Data Flywheel. Ne? Das ist so Daten. Wer war 2010 schon im E-Commerce-Business? Da gab es manchmal so Checkout-Pages, die waren 4 Seiten lang. Ich weiß nicht, ob ich das noch vorstellen könnte, so 4 Seiten, die man ausfüllen musste, bis man irgendwie einen Kauf machen konnte. Das ist eine Katastrophe, das geht nicht mehr so. Wir müssen am Anfang signalisieren, dass wir Werte haben für den Kunden, dass wir ein Vertrauen haben und dann können wir die Daten, dann gibt es eine Bereitschaft, Daten zu geben und so weiter. Ja, und dann können wir auch die UX machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also Memo 2. Und das sind die beiden entscheidenden Veränderungen. Nummer 1 ist teuer geworden und Nummer 2 ist, Konsumenten haben erkannt, dass sie Datenwert haben. Und ich sage euch auch ganz, ganz ehrlich, es gibt nämlich eine ganze Menge andere Veränderungen noch. Und die Abschaffung des Third-Party-Cookies möchte ich gar nicht drüber reden. Über die Cookie-Consents und Max Schrems möchte ich überhaupt gar nicht reden. Ich möchte gar nicht reden über die Topics-API, die ihr vielleicht von Google gehört habt, wo ihr nicht mehr User-IDs habt, sondern ihr habt nur noch, ich möchte gern Kunden, die sich für Sport interessieren, für Fußball interessieren und die suchen euch die Audiences. Meine Prognose ist, dass jegliche Daten und auch User-IDs aus dem Performance-Marketing verschwinden werden. Ihr werdet nur noch in diesen Plattformen sein, ihr müsst diesen Plattformen glauben und ansonsten habt ihr da nicht mehr viel. Da hat auch der Florian Litters gesagt, so ist Data eigentlich dead? Ja, im Social. Gibt es eine ganz schöne Diskussion. Es ist eigentlich nur noch Creative. Das wiederum heißt ja für uns als CRM-Leute, wir sind diejenigen, die auf einmal, wenn man das mal vergleicht mit vor 10 Jahren im Performance-Marketing, wo die ganzen Daten da waren, auf einmal die sind, die ein Riesenpotenzial haben. Right? Great, okay. Interessantes Thema vielleicht auch, Apple Mail Protection, ne, was wir im CRM früher gemacht haben. Da kann man jetzt sagen, meine E-Mail-Adresse soll verschleiert werden. Und noch viel schlimmer, oder gleich schlimm, ist das Öffnen von E-Mails. Es wird einfach jede E-Mail als geöffnet angezeigt. Wer CRM-Manager, E-Mail-Marketing-Manager, ne, also diese ganzen Trigger-E-Mails auf Öffnung, nichts mehr. Geht nicht mehr, kriegt ihr die Daten nicht mehr, wenn ihr das machen. Okay, total spannend. Kriegt ihr nicht mehr. Ihr müsst es anders machen. Ihr müsst andere Performance-Kriterien da anlegen. Also zu sagen, meine Öffnungsrate schwankt und das könnt ihr vergessen, kriegt noch so ein bisschen so eine Tendenz. Ja, das ist noch das, was man kriegt, aber dass man darauf wirklich Kampagnen aussteuern kann, ne, wie man das gehabt hat, auch based on Location, ne, der Standort wird verhindert, da kann man ja so schöne Sachen machen, wenn du in einer bestimmten Nähe bist von deinem Store und so weiter, könntest du E-Mails ausspielen, du kannst ne, die Wettergeschichten dazu spielen, ganz tolle Sachen, aber so einfach ist das nicht mehr, IP-Adresse wird auch verhindert. Und jetzt kann man sagen, ja, ist ja nur Apple. 50%. Immerhin 50%. Und deswegen ist das immer noch ne, ein kleines taktisches Mittel, aber so richtig könnt ihr euch da nicht drauf verlassen. Und wir haben gerade gesehen, was für eine Dominanz auch diese Apple-Produkte haben. So, ja, das mal, ja, also auch blöd. Wir müssen es einfach weiterentwickeln. Es ist teuer geworden. Die Leute wissen, dass ihre Daten Wert haben. Und es gibt so viele technische Veränderungen, die uns aber, und das sind die guten Nachrichten im Bestandskunden, im CRM, echt nach vorne bringen. Und das wird ein Riesen, eure Chefs, die werden auf euch zukommen, da wird was passieren. Da bin ich 100% von überzeugt. Könnt ihr mich für festnageln. Und das vielleicht mal als Auswirkung, das sind Daten, die kommen von Sendinblue. Sendinblue ist ein E-Mail-Service-Provider und die schreiben das ganz einfach auf ihre Webseite. Erfolgsmessungen durch Öffnungsraten gibt es nicht mehr. AB-Test, Segmentierung nach Öffnungsraten, geöffnet, nicht geöffnet, gibt es nicht mehr. Optimierung nach Versandzeiten gibt es nicht mehr. Kannst du ja nicht mehr, du weißt ja nicht mehr, wann die öffnen. Wahnsinn, oder? Automatisierung und so weiter, funktioniert nicht mehr. Das sind die Sachen, ne? Das ist ein Video, wenn euch das interessiert. Ich habe auf der Heroes of CRM, das ist eine Veranstaltung, die wir machen, die war letztes Jahr in Berlin im Oktober, vielleicht kennt die jemand, da habe ich einen ganzen Vortrag nur über diese Veränderungen gemacht, einen langen Vortrag nur über die Veränderungen, gibt es noch viel mehr Themen, gehe ich auf Max Schrems ein, auf die Auswirkungen darüber. Wer da Bock drauf hat, sehr gerne. Und in dem Zuge, im Juni 23, machen wir wieder die Heroes of CRM. Gibt es ein super Early Bird Ticket. Wir hatten da Marc Preuche, wir hatten Flo Heinemann da, wir hatten Pip Klöckner da, Erik Siegmann. Also viele Leute aus dem Marketing. Das ist eine Veranstaltung, so 500, 600 Leute. Wirklich Hardcore Use Cases da drauf, wie man gutes CRM macht. Aber jetzt erstmal, zurück in die Zukunft. Was jetzt?
erstmal sozusagen zerstört, ne, die ganze Landschaft. Was wollen die denn jetzt von uns? Was ist jetzt, also was wollen die Leute auf Slide 3, war das gesagt, mach doch mehr CRM, was wollen die denn jetzt von uns? Oder soll ich sagen, woran erinnert man sich eigentlich? Denn was ich jetzt präsentiere, ist schon lange bekannt. Übrigens rausgefunden von Reichelt, der Erfinder der Net Promoter Score ist, NPS. Kennt ihr alle, oder? So, und der hat auch diese Zahlen geforscht, das sind empirische Zahlen, die er hatte. Und ich gesagt, Neukunden zu akquirieren kostet wie viel mal mehr, als einen Bestandskunden zu halten. Wer es weiß, kriegt von mir ein T-Shirt. Right, was ist es? 5, ist völlig richtig. 5-mal mehr. 5% weniger Churn. Und jetzt kommt eine Range, 25 bis wie viel Prozent mehr Umsatz macht man sozusagen, wenn man 5% weniger hat? Ungefähr, weiß das jemand? Schätzt mal, gib einen Tipp, engen Tipp. 85%, ist ja irre, bei 5% weniger Churn. Und warum die Varianz, das sind unterschiedliche Businesses, ja? Aber ihr seht einfach, das ist absolut irre. Wenn man sich die Frage stellt, wie ist denn so eine Kaufwahrscheinlichkeit von einer Bestandskunden versus Neukunden? Und 5% ist schon verdammt hoch. Ich habe gestern was gesehen, wo jemand so ein Flash-Sale auf Art gemacht hat. Da hat das funktioniert. Das sind noch auch ältere Zahlen. Im E-Commerce ist noch viel, 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 viel geringer. Das wisst ihr ja. Viel, viel, viel geringer. Also wie viel Prozent, was meint ihr? Ratet. 60-70%. Ist aber Banane. Du hast mitgemacht. Bitteschön. Ja, und das Ganze können wir auch machen. Ne? Wie viel Prozent ist es eigentlich, sind wir eigentlich wahrscheinlicher, wenn wir Bestandskunden haben, neues Produkt auszuprobieren, mehr Geld auszugeben? Jemand ein Guess? Irgendwas? Was meint ihr? 50 und 31%. Das sind echt krasse Zahlen, die man da so präsentiert. Und das sind erst Zahlen, an die man sich jetzt wieder erinnert. Da haben wir mal früher was gelesen. Das ist ja dieses Ding CRM und Bestandskunden und so. Das könnte ja irgendwie gut sein. Und diese beiden, das sind so diese beiden Gruppen von doch leider alten weißen Männern, haben Anfang der 90er Jahre und auch 2004 das schon gezeigt. Zero Defections, das ist der Reichelt, der hat NPS gemacht, das ist ein ganz legendärer Harvard Business Review Artikel, kann man sich raussuchen. Und die beiden hier, Sunil und Gupta, haben gezeigt, wie sozusagen Kundenwerte sich entwickeln, wenn man das vernünftig macht. Wer mehr Bock drauf hat, da reinzusteigen, schaut euch das gerne an. Lohnt sich auf jeden Fall, Harvard Business Review, den gibt es auch, glaube ich, frei. Der ist auch nicht hinter einer Paywall. Also auch schon ewig her. Also die Argumentation, das ist irre. Aber jetzt kommt das Ganze wieder. Ne? Und jetzt vielleicht noch eine Sache. So im Standard-E-Commerce, ja, bei unseren Daten, die wir so haben, ja, wie viel Prozent machen eigentlich einen zweiten Kauf? Wie viel? 30? Da habe ich zwei gehört, oder? Die das gesagt haben. Sehr cool. 32% nur, obwohl wir wissen, wir müssen da ein bisschen mehr draus machen, macht nur jeder Dritte. 1, 2, 3. Was das für ein Potenzial ist, das wir da auf der Straße liegen lassen. Okay, also man hat sich daran erinnert, erstmal gemerkt, oh, schmerzt richtig doll jetzt die Acquisition Cost. Ja? Da Kunden wollen nicht mehr ihre Daten so richtig geben. Hat sich noch viel mehr verändert. Und jetzt kommt hier unsere Chefs und sagen, hier dieses CRM-Ding, das habe ich im Harvard Business Review gelesen, soll richtig gut sein. Mach mal was. Was? Was wollen die von uns? Das wollen die. Und das kann man auch auf Subscriptions anwenden, das kannst du auf verschiedene Geschichten anwenden. Ja? Am Ende des Tages wollen, dass wir Wiederkäufer, also das wollen unsere Chefs, dass wir Wiederkäufer erzeugen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ist klar, erster Kauf, dann mache ich einfach den Preis ganz tief runter und dann kriege ich auch einen zweiten Kauf. Das geht natürlich nicht, sondern unter Deckungsbeitragsperspektive. Wir müssen irgendwo schauen, dass wir gute Marge darauf noch machen. Sonst bringt das Ganze natürlich auch wegen nichts. Ja? Also wir müssen irgendwo deckungsbeitragspositiv sein. Das ist eigentlich das, was man von euch verlangt. Ja, ganz, 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 ganz trivial. Und jetzt hatte ich da vorhin was genannt, nämlich ein CLV, ein Customer Lifetime Value. Hat einer von dem schon mal gehört? Customer Lifetime Value, Kundenwert? Ja, schon mal gehört, komme ich aber auch gleich nochmal zu. Das ist nämlich total spannend. Wir haben eine Analyse gefahren und was diese Analyse zeigt, ist, X-Achse ist die Anzahl der Monate zwischen Erst- und Zweitkauf. Also hier, die haben April und dann wieder im Mai gekauft. Ne? Die haben April und dann wieder im Juni gekauft. Die haben April und dann wieder im Juli gekauft. Ne? Immer so Abstand. Und
umso länger der Zeitpunkt zwischen Erst- und Zweitkauf ist, umso weniger oder umso mehr senkt sich der Kundenwert. Das heißt für uns, mit den 32%, eigentlich ist das eine Urkatastrophe. Da müssen wir ansetzen, um den ersten Kauf wieder zu machen. Und dann kann man sich überlegen, wie machen wir das? Und dann kommen wir gleich zu. Aber das ist eigentlich das, was wir machen müssen. Weil wir wissen das. Wir wissen das. Das heißt, wir müssen das hier machen. Hier in dem Bereich müssen wir schon ran. Und wie machen wir das Ganze? Natürlich Value Creation, das Ganze zu machen. Und da könnt ihr auch ruhig reinbuttern, auch am Anfang. Weil wir wissen ja, wenn wir den Erst- und Zweitkauf machen, sind wir super loyal. Und das holen wir uns hinten raus wieder rein. Das ist gerade hier die Anfangsphase, wo du auch was reinbuttern kannst. Das kann man sehr schön rechnen. Jetzt mal vielleicht, was ist der Customer Lifetime Value? Für alle, die das vielleicht ein neues Konzept ist, am Wesentlichen kommt das aus der Kapitalmarktanalyse. Ne? Was muss ich eigentlich, was ist eigentlich der Barwert von meinem Kunden? Also sozusagen, wie viel Kohle bringt mir der Kunde in Zukunft? Warum eigentlich in Zukunft? Ne? Warum guck ich nicht in die Vergangenheit? Ganz einfaches Beispiel. Ich bin Autohändler und riesen Autohaus und da kommt eine Familie rein und da kommt ein alter Mann rein. Und der alte Mann, der geht zu einer dicken Karre, so eine dicke, fette S-Klasse. Und die Familie, die geht zur A-Klasse, Standardmodell. Und ich kann mich ja nicht teilen. Zu wem gehe ich? Zu wem? Zur Familie. Warum? Ganz genau. Weil der ältere Mann möglicherweise nur genau einmal diese S-Klasse kauft. Und die Familie, die hat ein ganzes Leben vor sich. Das heißt, aus Customer Lifetime Value Perspektive gehe ich zu der jungen Familie. Wenn ich in die Vergangenheit schauen würde und sagen würde, wenn ich in den Vergangenheitswert gehen würde, dann würde ich mich natürlich für den älteren Mann entscheiden, weil der hat in der Vergangenheit mehr Geld ausgegeben. Aber das Interessante ist ja eigentlich die Zukunft. Korrekt? Alright. Was kann man mit so einem Customer Lifetime Value machen? Haben wir mal für Butni gemacht. Normalerweise, wer macht Reaktivierungskampagnen? Jo, macht ihr die nach Zeit? So 30, 60, 90 Tage, ja, sowas. Kann man machen, das ist veritabel. Was wir machen ist, wir schauen uns an, welcher Kunde hat eigentlich eine abnehmende Prognose in seinem Kundenwert. Und das heißt also, dass wir vorab schon ungefähr schätzen können, das wird schwierig mit dir, du wirst vielleicht nicht mehr kaufen. Das heißt, wir können proaktiv an dich ran, anstatt nach 30, 60 oder 90 Tagen zu sagen, komm doch mal wieder jetzt. Ne? Das kennt ja jeder. Und dann zu warten, okay, ich warte erstmal, weil beim zweiten kriege ich den ersten Coupon und nach 90 Tagen kriege ich den zweiten Coupon. So, dann habe ich schon mal zwei Coupons, super, warten. Ne? Das will ich nicht, sondern ich will proaktiv das erkennen. Und das ist meine ganz einfache Anwendung vom Customer Lifetime Value, zu schauen, ich habe eine erwartete Sicht und ich habe eine und reelle Sicht und dann kann ich die Differenz sagen und kann ich sagen, ey, das passt nicht zusammen. Ne? Voll gut gelaufen, 40% am Print gemacht, Leute frühzeitig wieder reinzuholen, 40% weniger Printauflage, 10% mehr Ertrag, super einfache Rechnung, geht bei uns mit ein paar Klicks in der Software. Aber einfach nur mal zu schauen, das ist nicht ein theoretischer Wert, sondern das kannst du praktisch anwenden. Atelier Goldener Schnitt ist ein Kunde, die haben ganz klar gezeigt, dass man die Anzahl der Mailings super reduzieren kann. Einfach megamäßig reduzieren kann und mit den viel weniger Anstoßketten immer noch genauso viel Umsatz machen kann. Ja? Nämlich sind 10 Kontakte von 26. Das ist super, viel weniger Arbeit, wir können uns viel mehr fokussieren. Es ist viel weniger nervig für unsere Kunden, weil es nicht so viel, also viel konkreter. Komme ich auch gleich nochmal zu einem Case, wo wir das nochmal expliziter auch gemacht haben. Der CLV ist eine super coole Sache, weil ein CLV nicht nur berechnen kannst auf allen Kategorien, sondern ich kann auch mal sagen, was ist denn eigentlich dein Customer Lifetime Value für Wein? Oder für Schuhe? Und ich mag gar nicht zu den höchstwertigen Kunden gehören in meinem globalen CLV, aber vielleicht bin ich in meiner Kategorie ziemlich weit oben. Genau das haben wir gemacht, um Weinkäufer zu identifizieren. Und 13% der Kunden, die wir ausgewählt haben, haben am Ende des Tages 80% der Weinkäufe da gemacht. Super gezielt, genau auf diese Kunden, die den Wert generieren. Das ist der Customer Lifetime Value. Eine ganz einfache Anwendung. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen weiter rein in so Geschichten. Zurück zu unseren Kaufkohorten, die wir vorhin hatten. Was mache ich denn jetzt, wenn ich diese Kaufkohorten habe? Nehmen wir uns mal die erste Kaufkohorte. Ne? Also das ist jetzt die erste Kohorte. Oder die zweite. Nehmen wir mal die schon zwei Käufe gemacht haben.
So, das sind die hier. Ne? Das ist, was weiß ich, 75% da vorne. Viel zu viel, ne? Sind ja nur 30%, wissen wir ja. Aber einfach mal das darzustellen. So, jetzt kann ich ja sagen, wer war in der Vergangenheit profitabel? Und was kann ich mit dem Customer Lifetime Value sagen? Wer ist in der Zukunft profitabel? Oder auch nicht. Ne? Wer war in der Vergangenheit profitabel? Wer war nicht profitabel? Wer wird profitabel? Wer wird nicht profitabel? Habe ich vier Möglichkeiten. Okay? Das kann ich ja so in so eine Matrix reinbauen. Dann kann ich ja sagen, hier sind so ein bisschen meine armen Hunde, die irgendwie waren nie profitabel und die werden es auch nie sein. Lasst es, investiert nicht in die, das wird nichts. Vergeben Liebesmühe, macht einen ganz normalen Service da drauf, ja, aber da müsst ihr nicht reinbuttern. Auch nicht mit Coupons, bringt nichts. Kann man alles berechnen, was das bringen wird mit denen. Die Question Marks sind so, das bin meistens ich, wenn ich neu kaufe. Ich kaufe meistens erstmal ein bisschen was. Und wenn ich dann echt gute Erfahrungen mit dem Händler habe, dann geht es weiter. So, ne? Und am Anfang vielleicht gar nicht der profitabelste Kunde, aber wenn, dann bin ich echt loyal. Das ist so. Ich bin so ein bisschen, ich habe so Habitualisierung. Ich suche da nicht immer die neuen Sachen sozusagen. Da bin ich da. So, dann bin ich so ein Fragezeichen. Stars sind die Superstars, ne? Die waren immer profitabel, die werden immer profitabel sein. Und die welken Flowers, im Wesentlichen Reaktivierung, ne? Was wir vorhin hatten. Die waren früher profitabel und jetzt so. Welken die so dahin. Und das kann man ja vorzeitig alles analysieren. Und jetzt nehmen wir das und legen das auf die ganze Chart. Ah. Und auf einmal haben wir eine Struktur, wie wir wertbasiert managen können. Und das kann jeder, das ist total einfach, das aufzubauen. Aber worum geht es? Es geht im Wesentlichen darum, diese Stars zu maximieren und diese armen Hunde zu reduzieren. Und das könnt ihr machen, das könnt ihr immer wieder messen, ne? Vom ersten zum zweiten Kauf, wie haben sich die Segmente verändert in prozentualen Weisen, haben eure Aktionen eigentlich wirklich was gebracht? Und wenn wir wissen, erst und Zweitkauf, können wir natürlich genau hier mal schauen, sind unsere Actions da gut? Und der CLV hat auch alle Kosten mit drin, das heißt Coupons mit eingerechnet und so weiter, haben unsere Aktionen wirklich was gebracht? Right? Cool. Das heißt CRM 2.0 und das ist die erste Antwort. Heißt es, Kundensegmente nach Wert zu managen. Okay? Weil es ganz schön teuer, die Kunden wissen, dass es Value hat, ihre Daten, es gibt unheimlich viele Veränderungen. Wir sind jetzt gefordert, was zu machen, CRM, nämlich, weil die Zahlen so gut sind und was das heißt ist, Kundensegmente nach Wert zu managen. Okay, super, jetzt haben wir irgendwie ein Framework, das bringt mir aber noch lange nichts bei meinen Kampagnen. Was mache ich denn jetzt damit? Wir haben so drei Cases ja gerade besprochen, aber irgendwie kann ich den CLV noch weiter einsetzen? Da haben wir einen Case gemacht auch und ja, das ist so eine E-Mail, das ist eine Back-in-Stock-Kampagne. Ja, also sehr Standard, irgendwo eine Männerhose und dann irgendwie so eine Shop nur Rivals, Frauen. Also irgendwie passt das alles nicht so richtig aus meiner Sicht. So rausgehauen, so ein bisschen lieblos irgendwie rausgehauen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Oben, you are in luck. Und so, wie wer, wo, ich? Also irgendwie schwierig. Und was hier fehlt, ist eigentlich systematisches CRM-Audience-Management. Das müssen wir eigentlich machen. Lass uns mal anschauen, wie die E-Mail sich entwickelt, wenn wir auf einmal unsere Konzepte, die wir gerade gemacht haben, wie sich die E-Mails entwickeln. Okay? Das ist das Ziel. Wir gucken uns das jetzt mal an. Oh Gott, Mathe. Oh, es ist Mittwoch. Morgen. Eigentlich ganz einfach. Also der Kundenwert, ich muss mal ein bisschen zurück auf den Kundenwert, der ist nämlich ziemlich cool. Der Kundenwert ist nämlich nicht eine Zahl. Das ist nicht die eine Zahl, der Kundenwert für die nächsten 38 Millionen Jahre, sondern du kannst einen Kundenwert auf der Kategorie berechnen, du kannst die auf den nächsten Monat berechnen, auf das nächste Jahr berechnen, auf die nächsten 10 Jahre berechnen. Okay, das ist Nummer eins. Also ein CLV kann man immer auch Zeit beschränken. Das ist ganz interessant, wenn man mich dann sehen will, wer kauft im nächsten Monat oder in den nächsten 3 Monaten, wer in 6 Monaten, dann kann man diese Wellen sehen. Das ist ganz spannend, das auseinanderzunehmen. Und das Zweite ist die Summe, ja, von dem, was werde ich zum Beispiel nächsten Monat kaufen, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Mehr ist das nicht. Okay? Oder über die nächsten Monate hinweg. Ich kaufe in der 20% Wahrscheinlichkeit für 100 Euro. Ja? Also wäre mein Kundenwert 20. 20% mal 100, ja, 20. Okay? Ganz einfache Rechnung. Und das ist natürlich, was dahinter sind ein paar Dinge. Aber das ist der CLV. Also wenn ihr mal einen CLV bei euch in der Software seht und das ist nur einer, ist völliger Unsinn. Es gibt nicht den einen CLV und die sind meistens gar nicht praktikabel. Man muss das eigentlich einschränken. Ja, und dann hat man diese Sachen. Das ist jetzt aber ganz wichtig. Wir haben irgendwie einen Wert und wir haben eine Conversion-Wahrscheinlichkeit. Frage, wenn jemand eine hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit hat, gebe ich dem einen Coupon? Nö, ne? Tun wir es? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Aber lass uns mal was gucken.
Wenn ich jetzt sage, ich habe einen hohen Kundenwert, der hat eine hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit, der hat einen hohen wahrscheinlichen Value, ey, dann mache ich gar nichts. Der kauft. Easy, oder? Mega easy. So, ich habe ja alle diese Daten da drin. So, und jetzt ist da jemand, der hat einen hohen Kundenwert, aber eine niedrige Conversion-Wahrscheinlichkeit, Kaufwahrscheinlichkeit und einen hohen Value. Sehe nämlich, das ist ein riesen Basket. Ja klar, butter ich da einen Coupon rein. Und umgekehrt, wenn ich eine hohe Conversion Probability habe, aber einen niedrigen Wert, ja, was mache ich? Ich baue eine Schwelle ein. Okay? Das ist, ab 150 Euro sozusagen kriegst du nochmal 10 Euro oder sowas. Ja, oder 10% oder wie auch immer. Aber eine Schwelle einzubauen, also komplett unterschiedliche Aussagen und Kommunikationen. Und das ist eine Anwendung vom Customer Lifetime Value. Also schauen wir uns diese E-Mail mal an. Hoher Kundenwert, hohe Kaufwahrscheinlichkeit, hoher Value, mal gar nichts. Tschüss. Hoher CLV, niedrige Kaufwahrscheinlichkeit, hoher Value, 15% off. Hohe Conversion Probability, niedriger Basket, brauche ich eine Schwelle ein, Bundles, zusammen, ähnliches. Das ist eine Anwendung dann quasi vom CLV. Und für den, der hinten sozusagen eigentlich noch nicht so richtig was hat, da probiere ich mal was aus. Auf einmal habe ich diese ein E-Mail, habe ich viel gemacht. Und zwar viel getargeteter, oder? Weil wir haben ja gerade festgestellt, wir wollen ja nicht jedem einen Coupon schicken. Wenn er mit 90% Wahrscheinlichkeit kauft, gebe ich dir keinen Coupon. So, ne? Wir sind ja jetzt als Bestandskundenmarketer irgendwie angewiesen, dass wir jetzt auch diese Wertkomponente machen, weil das ja alles so teuer geworden ist. Also das, was Performance-Marketer ja schon seit Jahren machen, ne? Diese ganze Wertsicht da drauf, was ist eigentlich mein Cost per Order und ähnliche Geschichten, was kriege ich für Audience. Ein bisschen geht das in unser Feld jetzt rein, weil wir die Daten haben. Ne? Das ist der Grund. Aber wir sehen völlig unterschiedliche E-Mails. So, jetzt kann man das Ganze noch weiter spinnen und sagen, also wenn die Deutsche Bahn ist unser Kunde, ich darf das sagen, wenn ich manchmal, und gerade ist es, glaube ich, schwierig mit der Deutschen Bahn, ich weiß nicht, also ich bin echt in den letzten Wochen immer wieder stecken geblieben, wenn ich dann so eine Happy Family Werbung sehe, für 19 Euro nach Hamburg von Berlin, dann sage ich, ich will pünktlich sein. So, warum ist das so? Weil bei mir Ads nicht mehr funktionieren, weil ich bin irgendwo da bei Kauf, ich kenne den Laden. Und das ist auch die haben echt viel gemacht, muss man auch sagen. Die haben ja viel gemacht mit der App, das unbestritten. Ja, das ist auch wirklich, wirklich viel, was sie investieren. Wenn ich aber neuer Kunde bin, dann lasse ich mich noch irgendwo so beeinflussen. Das sind ja genau diese Attention-Trigger, die wir jetzt auch auf TikTok spielen, ne? Diese Ads sozusagen, dass ich erstmal die Aufmerksamkeit kriege. Aber ich bin ja noch skeptisch einer Brand gegenüber. Und das ist so ein bisschen so dieser Unterschiedlichkeit zwischen Neukunden und Bestandskunden. Und auch unseren Daten, die kriegen wir erst später. Customer Data Flywheel, ne? Am Anfang haben wir noch nicht so viele Daten, wenn wir es gut machen, dann kriegen wir die und dann können wir darauf personalisieren. So, was heißt das? Das heißt doch auch, in einer frühen Kundenbeziehung muss ich doch viel mehr auf Vertrauen wieder gehen, ne? Auf die General Customer Experience, warum willst du bei uns kaufen, ne? Was sind so die Werte, was sind die Vorteile, was ist das Vertrauen? Und hinten raus musst du mir das nicht zum x-ten Mal sagen, das weiß ich ja, da möchte ich dann vielleicht mal auch personalisierte Geschichten haben. Und das ist nämlich auch das große Thema, überall steht immer, ja, personalisieren Sie, personalisieren Sie, personalisieren Sie. Nee, Mann. Entschuldigung, das kannst du in einer späteren Kundenbeziehung machen, aber am Anfang ist das nicht das, worauf du dich fokussieren musst. Ja, diese generellen Sachen personalisiert, das ist Unsinn. Und dass es da auch so Varianzen sozusagen gibt in den Aussagen, das basiert genau auf diesen Lifecycle-Geschichten und den Themen, die ich vorhin diskutiert habe. Das sind unterschiedliche Customer Lifecycles. Jetzt nehmen wir mal diese E-Mail, die wir gemacht haben. Und erinnert ihr euch oben, ne? I'm in, you're in luck und dann war da diese Hose und schon irgendwie Recommendations. Lass uns nochmal erstmal am Anfang hier, ne? 30 Days Free of Hassle, paar Reviews rein, Trust, nicht so ins Gesicht, nicht so in your face. Und die andere, klar Mann, der kennt mich, compliment your style und leider ist es X und XXL. Ja, ist halt so. Aber die wissen das, also will ich doch wissen, was ist denn eigentlich da verfügbar. Und dann möchte ich doch gerne auch, die wissen doch sonst, was ich habe und dann möchte ich das haben. Und das ist genau der Unterschied, warum manchmal Personalisierung funktioniert und warum nicht funktioniert. Es kommt nämlich auf den Lifecycle drauf an. Okay? So, haben gelernt. Customer Lifetime Value, Customer Lifecycle. Kombinieren wir das Ganze mal. Alright. Frühe Kundenbeziehung und Customer Lifetime Value. Unser hoher CLV, hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit, hoher Value. Ja, das kennen wir wieder, ne? Ganz andere E-Mail, als die wir am Anfang hatten, mit so simplen Maßnahmen. Wir müssen nur ein bisschen Gedanken drüber machen, okay? Cool. Das Ganze geht natürlich auch für die späte Kundenbeziehung. Da geht das auch.
personalisiert, hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit, hoher Value, aber eine ganz andere Message, die ich da unten reinbringe. Zack, zack, zack. Aus dieser einen E-Mail, eine, habe ich 8 gemacht. 8 unterschiedliche Segmente, die auf ganz unterschiedliche Typen gehen. Und das könnt ihr machen in jedem E-Mail-Template-Editor. Das ist eine If-Then-Else-Abfrage. Und das kennt ihr. Wenn Mann, dann das. Wenn Frau, dann das. Wenn divers, dann das. Ja, das macht, ja, also macht man ja überall sozusagen. Das ist ja ganz simpel. Das ist kein großes Hexenwerk, das man da macht. Das ist so ein bisschen die Anwendung von dem Customer Lifetime Value und diesem Lifecycle. Okay, cool. Denn das ist Predictive CRM. Das sind die Werte, das machen wir. Wir wollen das Zukunftsverhalten prognostizieren und so. Und ich mache jetzt mal die Slide hinten ran, damit ihr erstmal überhaupt einen Kontext habt, warum, was bedeutet das. Ne? Am Ende des Tages wollen wir Customer Lifetime Value maximieren auf Basis von Predictive CRM. Und diese Daten, die haben nur noch wir. Wir wollen es wieder zurückspielen. Warum haben wir die nur noch? Okay, jetzt mal ein bisschen so. Ne? Was wir aber sehen, ist, viele Marken haben diesen Blick gar nicht. Sehen das nicht. Und das ist natürlich für die Nutzer ganz schlecht, ausgegebenes Geld, schwierig, wir haben die Abmeldung und so weiter. Und das wollt ihr eigentlich haben, nämlich einen klaren Blick. Klaren Blick auf Zielgruppen. Kommen wir gleich auch weiter. Okay, kurze, ganz klarer Blick, dann können wir das machen. Und jetzt, predictive. Wir auch noch, wir Marketer, jetzt auch noch irgendwie Data Scientist werden. Wir sind auch irgendwie schon Kreative, wir sind UX-Designer, wir sind irgendwie schon Datenmanager. Auf der anderen Seite, ne, sind wir Analysten. Und was sind wir noch? Ist ja irre, was da alles reinprojiziert wird. Jetzt wollen wir auch noch irgendwie Predictive machen. Okay. Case. Spam to Bam. Echter Case. Ist passiert so. Anruf bekommen von dem CRM-Manager. Und er hat gesagt, Markus, die wollen noch eine E-Mail raussenden und wir senden schon irgendwie 3, 4 E-Mails die Woche raus. Das kann so nicht weitergehen. Aber hier Management-Meeting, ne? Ich muss unbedingt in der Kategorie noch was machen. Kennt vielleicht auch jeder, der im CRM irgendwie arbeitet. So. Und ja, brauchen ja irgendwie die Umsätze, damit die Wochenziele erreichen. Günstiger Umsatz, super und so. Und, ist ja, und warum erinnert man sich, dass der CPM von Facebook und Meta einfach viel höher ist als der von der E-Mail? So, das ist, ne, das sieht das Management dann sozusagen. Ist doch viel günstiger, wir haben neue Bestandskunden und so, können wir jetzt machen. Und die so, ja, ist klar, CRM for life, wir machen mal wieder einen neuen Newsletter. Kennt die Situation irgendjemand? Ach, ich war, ja? Original, ne? Passiert so viel. So, und dann sehen wir, bloß nicht Öffnungsraten, Spam, Reputation. Erzähl mal dem CEO was von IP-Reputation, damit ich das in die Inbox bekomme. Das kannst du total vergessen. Overcontacting, ist egal, ne? Weil am Ende des Tages, ups, what the hell, was macht die Folie da? Die sollte da nicht sein. Denn am Ende des Tages gibt es gute Argumente eigentlich auf CRM-Seite. Denn was das Management dann trotzdem sagt, ist irgendwie so, ja, yeah, lass uns mal trotzdem E-Mail machen. Ne? Und okay, alles klar, was sind denn die Argumente? Super Gegenargumente gesagt, das sind eigentlich unsere besten Kunden, die sich beschweren. Nämlich 25, hier ist mal eine Studie von ReturnPath. Vielleicht kennt jemand ReturnPath, die messen so, ob jemand im Spam landet oder auch nicht. Sagen 25% der Nutzer sorgen für 83% der Lesung, der Öffnung und für 50% der Complaints. Das heißt, wenn wir noch mehr schicken, die beschweren sich doch noch mehr und so weiter. Ja, wir brauchen die Zusatzumsätze. Blöd, ne? Komm, irgendwie kein Argument dagegen, komme ich eigentlich nicht durch. Okay. Wenn wir mehr schicken, 4, 5 Mal, geht das hoch. CEO, ja, okay. Ist ja nur für eine Woche oder 2. Komm, das machen wir mal temporär. Ja, aber die öffnen das ja auch nicht mehr so viel und so. Machen wir diese Woche mal. Nächste Woche dann auch und darauf die Woche auch und so weiter. Noch mehr schicken, noch mehr Daumen drauf, oder? Weil das hat ja Zusatzumsätze gebracht, da kommen wir gleich zu. Ne? Die nächste E-Mail wird auch Umsätze machen. Und hier ganz klar, ihr wisst es genau, ne? Also wenn ihr eine E-Mail in der Inbox landen wollt, dann müsst ihr Engagement erzeugen. Das ist ja, früher waren die Spamfilter, also diese Wortfilter, wenn der VR gerade vorkam und irgendwie diese ganzen Geschichten, kennt ihr vielleicht noch, das ist im Spam gelandet, ja, oder irgendwelche Prinzen aus wunderschönen Ländern. So diese ganzen Geschichten, diese klaren Spam, die haben die am Text erkannt. Und das hat sich auch ausgezeigt, dass das eigentlich gar nicht so richtig gut funktioniert, weil es auch irgendwie manchmal diskriminierend ist, diese Geschichten, und auch gar nicht so richtig zeigt, dass das richtig ist. Was aber richtig gut funktioniert, ist Engagement. Das heißt, wenn ihr die E-Mails lest, dann sieht das Google und dann sieht das web.de und so weiter und seht ihr, alles klar, ist cool. Wenn du sofort bam, spamst, das Allerschlimmste,
das merken die und dann drosseln die eure Reduktion, also was ihr eigentlich an die schicken könnt und so weiter. CEO sagt, ist ja auch ein Prozess über die Zeit, ne? Lass mal ein Newsletter schicken. Okay. Kein Witz, das ist halt irgendwie so. Und dann sagt er, okay, wir sind aber total irre. Diese Woche ist OMR, ich bin 2 Tage nicht da. Ja, und irgendwie, wie soll ich das denn noch hinkriegen? Ne? Weil die meisten Brands brauchen doch einfach eine ganze Zeit, um so ein E-Mail aufzusetzen. Das ist einfach mehr Zeit, als man denkt. Wenn man das mal mit Google Smart Campaigns vergleicht, wie man jetzt da schnell eine Kampagne im Performance Marketing auf Google aufsetzen kann, ist das irre. Ne, aber das Interessante ist ja, dass Google genau das macht, wo wir den Assets auch haben. Die suchen dir dann die Zielgruppe zu deiner Ad. Zielgruppen, ne? Das ist der Wert. Das ist der Wert, was die haben. Darum wollen die auch die Zielgruppen nicht so richtig freigeben, weil das ist deren Asset, okay? Gut. So, also, naja, nee, Zusatzumsätze machen wir. Okay, fuck. Also, why? Warum versteht keiner Argumente? Warum ist das so? Ne? Warum versteht keiner unsere Argumente? Ganz einfach. Das Management denkt, der kurzfristige Nutzen übersteigt einfach die langfristigen Kosten. Und ich sage euch, das ist nicht so. Und das müsst ihr zeigen. Langfristigen Kosten übersteigen den kurzfristigen Nutzen. Und ihr müsst monetär sprechen. Und wenn wir monetär sprechen, über was sprechen wir? Wir sprechen über den Kundenwert natürlich. Ja, und das Geld, was wir am Ende des Tages mit dem Kunden machen. Also, angerufen, alles klar, was machen wir denn jetzt? Lass uns doch mal Folgendes machen. Wie machen wir das denn jetzt? Lass uns doch mal einen Test machen. Und der Kunde hat 13 Millionen Kunden in 30 Shops, 200 Millionen Umsatz, also eine große Company auch schon. Ne, daher haben die eine ordentliche Rate, haben 4-mal die Woche das rausgeholt und auch schon eine hohe Abmelderate. Ne, hat er gesagt, ey, noch ein, das ist alles gar nicht so gut. Was wir gemacht haben mit CrossEngage, CrossEngage ist eine Customer Data und Prediction Plattform, da haben wir sowas, das nennt sich ein No-Code Model Builder. Also am Ende des Tages könnt ihr so Modelle, Vorhersagemodelle bauen, ohne Data Scientist zu sein. Dieses ganze Hacke und diese ganze Feature Encoding und dieses ganze Technische, das passiert im Hintergrund. Und ihr müsst eigentlich nur sagen, wir wollen diese oder diese Kennzahl vorhersagen. Und dann kann man das in der Software machen. Dieses ganze Predictive Ding, das macht ihr im Hintergrund und ihr habt ein Ampelsystem, ob das gut oder schlecht ist. So, kommt aber gleich nochmal zu. Aber so haben wir das gemacht und wir haben ein Modell gebaut und haben gesagt, die 50% mit der höchsten Score, die teilen wir mal auf in 2 Gruppen. Die eine Gruppe hat die normale Newsletter-Frequenz bekommen, diese 4-mal die Woche, müssen eigentlich 4 E-Mails sein, und die andere hat nur 1-mal bekommen. Also echt auch einen dummen Test, also noch nicht mal richtig, richtig stark. Ist nur das Modell gebaut, man könnte jetzt auch sagen, warum nicht 2 E-Mails, 3 E-Mails oder auch mal keine die Woche. Kann man alles nochmal verfeinern. Aber nur dieser dumme Test, dieses kleine Modell, das wir da gebaut haben, hat folgendes Ergebnis gegeben. Vier Wochen lang Abmelderate von 6% auf 2%, die haben nämlich schon richtig Probleme gehabt, runtergegangen. Ja, es sind noch 33% der Unsubscription-Rate. Aber jetzt pass mal auf, Conversion-Rate ist statistisch, also ist nicht signifikanter Unterschied. Also die Conversion-Raten sind nicht gefallen. Und auch der Umsatz pro Kontakt, pro Nutzer ist nicht gefallen. Also das sind statistische Schwankungen. Ne? Das ist nicht signifikant, sagt man sozusagen, da in dem Bereich. Das ist auch irre. Ich von 4 E-Mails bin ich runtergegangen auf 1 und ich habe keinen Euro verloren. Aber ich habe die Kunden noch im Kontakt. Cool, oder? Okay. Ist das ein kurzer Effekt nur gewesen? Haben wir weiterlaufen lassen? Nein, haben wir nicht. Auch über 8 Wochen konnten wir sehen, das gleiche Ergebnis. Das ist schon ein bisschen mehr, ja, aber das ist echt über die Zeit, aber es ist immer noch nicht, also ist immer noch nicht statistisch signifikant. Sehr irre, oder? Von 4 auf 1, so, jetzt könnt ihr euch die Argumente des CRM-Managers, hat ja echt so viel Zeit kostet, das zu bauen. Die melden sich ab, wir verlieren dadurch richtiges Geld. Denn wenn man mal rechnet, ne, das sind Millionen Kunden, wir haben von 12% Abmelderate auf 4,97, sind das 7% weniger Abmelder, mal 75 Euro im Jahr, die ich irgendwie von einem Kontakt bekomme, das ist ja noch nicht mal viel. 5,295 Millionen Euro pro Jahr bewahrt. Das ist ein Argument, da geht ihr mit zum CEO und er sagt, alles klar. Und das andere, was ich gezeigt habe, und das möchte ich auch noch mal sagen, ne, wenn wir das also haben und sagen, wir haben kein Revenue pro Kontakt verloren, dann heißt es doch, dass das Ganze nur ein Attributionsspielchen wäre. Du hattest vorhin gesagt, wenn man noch eine E-Mail drauf sendet, haben wir auch Zusatzumsätze. Das heißt, das Gesamtvolumen, was ich von den Kunden kriegen kann, das verteilt sich nur mehr auf die Newsletter. Das heißt, wir machen uns mehr Arbeit, um weniger Revenue pro Newsletter zu bekommen.
aber wir nerven die Kunden mehr. Wisst ihr, wie ich das meine? Also es ist im Wesentlichen, verteilt sich der Umsatz auf mehr von diesen E-Mails. Und ob das jetzt eine E-Mail ist oder drei E-Mails, da kann man ja weiter in den Test reingehen. Ich möchte das hier jetzt gar nicht, ne? Wir können das noch viel tiefer jetzt machen. Aber nur mal, wie einfach das war, solche Ergebnisse zu haben. Und die Leute haben ein viel einfaches Leben. Es war ein Argument, die setzen das jetzt permanent ein, um rauszufinden, wer will eigentlich was von uns hören und wer nicht. Alright. Vielleicht hier mal ein ganz interessantes Webinar, was ich gehört habe, ist gar nicht lange her, glaube ich, letzte Woche. Und kann ich nur empfehlen, auch Litmus, tolle Company auch. Und die haben super Content. Und da gab es ein Webinar, ist der Dimitar von Salesforce. Ja, ganz klar gesagt, es ist einfach einfacher zu verhindern, in Spam zu kommen, als wieder rauszukommen. Und selbiges, egal ob ihr App, also Mobile-Marketer seid, App-Marketing macht, das ist ja auch, ne? Will ich die Push-Nachrichten oder will ich sie nicht, ne? Diese ganzen Geschichten. Also das Spiel ist völlig Banane, auf welchen Kanälen dann das spielt. Und die Jaina hat gesagt, wir hatten das Problem und wir sahen da im Spam und das hat uns 8 bis 12 Wochen gedauert, bis wir da wieder raus waren. Und ich hatte das auch mal. Ich habe mal bei einer Firma namens Rocket Internet gearbeitet und da haben die seine Adressen eingekauft und wir waren einfach in Südamerika in Hotmail für über 4 Wochen gesperrt. Wir haben keine Chance, wir kamen da nicht mehr rein. Wen rufe ich denn dann an? Rufe Hotmail Hotline an und sage, könnt ihr mich mal mit dem Spam-Beauftragten bei euch verbinden? Das ist nicht einfach. Da muss man eine echte Beziehung haben, der ESPs untereinander, um da wieder rauszukommen. Verhindert das. Und das ist doch so einfach, Freunde. Machst das Modell. So einfach geht es ja gar nicht. Ein Modell zu bauen, 50, ne? Wer will das, wer will das nicht haben, mal auszuprobieren, die Frequenz. Und ihr verdient richtiges Geld. Okay? Ganz einfach. KPIs, Unsubscription Rate, Umsatz pro Kontakt, Conversion Rate. Also auch faktisch gezeigt. Okay. Andere Case Study, die wir hatten. Händler, Black Friday Woche, 7 Tage Aktion gehabt. Und wir sagten, probiert doch mal was aus. Probiert doch mal dieses Predictive CRM aus. Ja, okay, an einem Tag der Woche dürft ihr uns helfen. Ja, an einem Tag dürft ihr uns helfen. Ungefähr 150 Millionen Umsatz, 500.000 aktive Kunden. Und die CRM-Abteilung war sehr überzeugt davon, dass sie eigentlich ihre Zielgruppen sehr gut kennen. Und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns doch auch mal mit dem Predictive CRM Zielgruppen mal kennen, die wir glauben für die Aktion, dass die irgendwie cool ist. Und dann haben wir das gemacht. Ups, ist das schon... Ergebnisse? Nein, ah, doch. Darum lasse ich das mal raus, was wir gemacht haben. Wir haben geguckt, welche KundInnen hat unser Kunde sozusagen identifiziert und welche haben wir zusätzlich identifiziert. Ja? Welche haben wir zusätzlich identifiziert? Und ne, wir haben hier nochmal eine Gruppe B identifiziert, die nur wir zusätzlich identifiziert haben. Und die haben den Kampagnenerfolg, das waren 25% des kompletten Kampagnenerfolgs. Und zwar, das war automatisch. Und das haben die kennen ihre Zielgruppen, haben sie gesagt. Aber das haben wir mit 2 Klicks, kam diese zusätzliche Zielgruppe raus. Also 30% mehr Umsatz. Oder 30% am Ende des Tages die Steigerung. Ohne das. Also auch ein ganz einfacher Test, wie wir das gemacht haben. Ne? Das sind nochmal Details, ihr kriegt die Folien ja eh. Wenn ihr das möchtet, super, super gerne. Dann könnt ihr euch die Details nochmal anschauen. Na? Aber das Interessante ist einfach, wir haben einfach mit so einer Kampagne, es war die beste Kampagne der Woche und 25% kamen nochmal obendrauf. Das ist ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Und das andere, und das war ja auch die Frage, die wir uns gestellt haben, oh nein, Predictive. Jetzt auch noch das obendrauf. Das war easy, das war nicht schwer. Und das war nicht manuelle Arbeit, sondern das hat die Maschine für euch gemacht. Und das ist das Spannende dahinter. Ja? Also, nächster Case. Also auch wieder Predictive CRM einfach ein bisschen clever gemacht. Wenn ihr mehr Use Cases wollt, wir machen in ein paar Wochen auch nochmal ein Webinar, dann machen wir noch mehr Use Cases. Wie kommt ihr auf die Use Cases? Wie gehen wir da ran? Weil was wir verstehen, ist natürlich, dass das ein Schritt ist in diese Richtung rein. Und ich möchte euch ja heute auch nur zeigen und motivieren, warum müssen wir das Ganze tun, was kann man denn alles tun und wie gehen wir da eigentlich rein. Aber wenn wir Use Cases entwickeln wollen, müssen wir ein bisschen drüber nachdenken, wie wir das machen. Hier machen wir ein Webinar nur zum Thema Use Cases. Wie kommen wir da drauf, wie können wir das analysieren? Wer Bock drauf hat, meldet euch gerne an. Mache ich mit meiner Kollegin Elisa. Wir gehen da ganz detailliert rein, wie wir diese Use Cases entwickeln können. Ja, nicht jeder braucht ein First-to-Second-Order-Modell. Wie gehen wir da ran? Was müssen wir eigentlich analysieren? Wie kann man das machen? Einfach als Hilfestellung, weil es ist einfach ein neues Thema für viele von uns. Und deswegen machen wir das. Kommt gerne, seid herzlich eingeladen. Wir hatten im Januar 1, das kann man sich vielleicht auch anschauen, wenn euch das interessiert, die Trends
gibt es auch Aufzeichnungen bei uns auf der Webseite crossengage.io, gibt es auch viele Materialien dazu. Ja, hoffe, dass ihr da seid. Begriff CRM, ja, erleichtert euch also die Arbeit und sorgt halt für zufriedene Kunden. Nummer 4, das ist das, was wir da auch sehen. Okay, jetzt haben wir diese ganzen Zielgruppen. Ja, wir gehen wieder zurück zu den Zielgruppen. Wir hatten ja die ganzen Zielgruppen identifiziert und jetzt haben wir ja so viele identifiziert, jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir tun wollen. Welche der Zielgruppen soll ich denn jetzt angehen? Kann ich gar nicht entscheiden. Ne? Geht gar nicht. Muss ich eigentlich Folgendes machen. Wir haben noch den Customer Lifetime Value und wir haben eine bestimmte Dringlichkeit. Wenn ich also sehe bei Prio 1, das sind die abwendungsgefährdeten Kunden und da ist eigentlich eine 1 Million Euro CLV auf dem Tacho, dann muss ich mich jetzt drum kümmern. Ganz einfache Priorisierung, wenn du Urgency, also ne, Dringlichkeit und CLV von diesem Segment und wirklich CLV nach vorne, du musst ja nach vorne gucken, was dir das bedeutet, wenn diese Kunden weg sind. Dann kannst du das priorisieren und auf einmal hast du Prio 1, 2, 3, bam. So können wir als Chef, darauf konzentrieren wir uns und wir müssen nicht tausend Sasser sein, konzentriert euch auf die wertvollen Segmente. Und wiederum, ganz einfache Anwendung vom CLV. Total easy, ne? Aber man muss ein bisschen damit spielen. So, das ist so ein neuer Wert noch, wenn man das so sieht. Und auf einmal habt ihr eine Rechtfertigung, diese Woche machen wir das, nächste Woche machen wir das. Aber ihr müsst einen Wert hinterlegen und dann kann man auch ne, das Ganze gut durchargumentieren. Priorisierung also von den Segmenten erfolgt über Urgency und CLV, im wertbasierten CRM, CRM 2.0, weil wir wollen ja Segmente nach Wert managen, hatten wir ja gesagt. Jetzt kommt ein Thema, testen, 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 wer testet? Testet ihr viel CRM? Ja? Schon gut, ne? Es wird aus meiner Sicht noch nicht richtig gut und viel getestet, denn eine Sache haben diese Firmen alle gemeinsam. Eins haben die alle gemeinsam und das ist die Testen, Testen, Testen. Und die testen echt richtig, richtig viel und auch nicht jeder Test hat Erfolg. Das ist halt auch so. Aber man weiß man auch, was nicht funktioniert. Und das ist was, wo ich euch wirklich zu animieren will. Denn wenn man hier nochmal zurückgeht, am Ende des Tages, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können natürlich auch ein Retargeting auf Facebook machen. Wir können eine E-Mail spielen. Wir können in der App was spielen. Im Kundensupport, wenn ihr angerufen werdet, zum Beispiel von einem Ausstatter. Ja, es gibt ja Ausstatter, persönliches Styling sozusagen. Da wird man manchmal angerufen. Ja, worauf wird das eigentlich sozusagen, warum wird der Telefonkanal genommen? Für einige und bei anderen E-Mails. Ne? Das ist natürlich Kundenwert, solche Geschichten. Und das testen die dann aus, was da gut funktioniert auf der Basis. Ja? Und das haben die alle gemeinsam. Und hier haben wir mal so einen Case. Ne? Wir haben jetzt irgendwie unseren Rabatt verändert, ne? Von da nach da. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir denn eigentlich, ob das irgendwie Covid war oder ob das vielleicht irgendwie sogar beides war? Wie kann ich das isolieren? Und das sind im Wesentlichen genau diese randomisierten Tests, die wir sagen. Deswegen haben wir das auch vorhin, und das will ich nur ganz schnell sozusagen durchgehen, aber so hat sich vorhin ja auch diesen Test gezeigt, wir machen da diese randomisierten Tests. Das heißt, ganz randomisiert Leute einwählen in die eine Gruppe, in die andere Gruppe und dann können wir diese Effekte auch isolieren. Und dann können wir auch sagen, hey, das ist der Grund, warum das gesunken ist. Und das ist leider auch ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen müssen, dann diese Daten sozusagen oder diese Informationen zu isolieren. Ja, also ne, wir wollen eigentlich auf die richtigen Experimente kommen, aber nichtdestotrotz, ja, kosten die. Die sind ja nicht umsonst. Aber ich kann euch nur echt raten, das zu machen. Das ist immer ein Argument, das kostet uns ja was. Ich meine, wir hatten in unserer ersten Version von CrossEngage, da konnten wir die Kontrollgruppe, man hat immer eine Testgruppe, auf die man das macht, und eine Kontrollgruppe, in der man guckt, was so passiert ist. Da musste ich einen freien Slider reinbauen, dann sagte ich, das, also so, dass man das auf 1% machen kann und so. Ne? Also eine ganz kleine Kontrollgruppe. Ich sagte, das ist aber so richtig, das ist eigentlich nicht gut. Und ich sagte, ja, aber wir wollen ja nicht unsere ganze Zielgruppe hier verdaddeln. Und das ist immer so ein bisschen ein schwieriges Problem. Wie viel nimmst du weg, und, um ein wahres Ergebnis zu bekommen, versus, ja, also wie statistisch signifikant willst du sein, versus aufgeben, so von den Potenzialen. Und das kostet was, ja. Aber Beispiel Bing, ne, wir haben ganz kleine Änderungen mal gemacht. Und hat irgendwie nicht ein 12% Uplift vom Umsatz gegeben, und zwar für eine niedrig priorisierte Geschichte.
niedrig priorisiert. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Ihr müsst einfach viele Tests einfach laufen lassen. Darauf macht nicht nur einen, sondern lasst mal ein bisschen was laufen. Weil bei Twitter, wusstet ihr, bei Twitter kriegt ein Entwickler 1% des Traffics für seine neuen Features, die er ausprobieren kann. Und das machen die permanent. Darum sieht man auch manchmal so Unterschiede so in diesen Twitter-Feeds, weil die Entwickler kriegen sozusagen diesen Traffic. Und das finde ich halt total spannend. Und eigentlich müssen wir das im CRM auch nochmal machen. Und Google mal sozusagen, wir machen 12.500 Experimente im Jahr. Ne? Und nur 4% bringen was, aber wenn die was bringen, dann bringen sie richtig was. So. Genau das Gleiche haben wir, das kann man mal überlegen, was sind eigentlich so die Gains, die man hat auf dem Volumen, was Google sozusagen dann ausspielt. Das ist richtig Milliarden, die damit machen. Und das können wir im CRM auch. Wir müssen das nicht so viel machen, aber ich will euch nur ermutigen, testet wirklich mal aus, nimmt ein paar Prozent von eurem Traffic, probiert neue Sachen raus. Da kommen manchmal echt so interessante Ergebnisse raus, aber das will ich einfach sagen, geht mal da rein. Genau. Und genau deshalb brauchen wir ein System, damit wir Explore und Exploit nennen. Und das machen wir, wenn ich das sagen darf, auch in Cross-Engage. Das könnt ihr mit Klicks machen. Das ist einfach mal, wie sieht das bei uns aus? Ganz klassische Flowcharts. Da kann man aber auch in unserer Software, da komme ich gleich noch zu, auch diese Modelle bauen, über die wir gesprochen haben. Na, aber ganz, ganz einfach kannst du da deine Tests aufbauen, viele Tests aufbauen und das wirklich gut analysieren. Also Explore and Exploit. So müssen wir experimentieren. So, okay. Haben wir jetzt irgendwie verstanden. Das ist irgendwie ja alles sehr attraktiv, aber auf der anderen Seite, Prognosen sind ja schön. Jetzt ist es nochmal ein Thema, das geht ein bisschen tiefer rein. Ganz, ganz kurz noch. Ganz, ganz kurz noch. Weil eigentlich wäre es doch cool, nicht nur zu sagen, dein Kundenwert ist 380 Euro im nächsten Monat, sondern auch zu sagen, was kann ich denn jetzt tun, um den zu verändern, oder? Einfluss zu nehmen, weil wir Marketer, wir wollen ja auch gerne mal so ein bisschen sozusagen Einfluss nehmen und schauen, was kann ich bei dir oder dir tun. Und das kann man in der Tat sehr schön machen. Sehr schön machen. Das ist einmal ganz bisschen tiefer rein. Das nennt sich Shapley Values. Und natürlich wäre es irgendwie so interessant, wenn man weiß, so Wochen seit letztem Kauf ist irgendwo im Durchschnitt irgendwie wichtig für den CLV oder Kauffrequenz in der Kategorie Eigenmarke ist irgendwie wichtig. Aber interessanter wäre ja schon noch, wenn ich sowas sehen würde. Also blau heißt hoher Kundenwert, rot heißt niedriger Kundenwert. Und da kann ich, und auf der Y-Achse sehe ich, wie viel Einfluss dieser Faktor, nämlich Zeitpunkt des letzten Kaufes, auf mein CLV hat. Was heißt das? Also hier habe ich irgendwo ein paar Kunden, die reagieren nur ganz, ganz wenig im Wesentlichen auf den Zeitpunkt des letzten Kaufs. Da kommt der Kundenwert nicht wegen des Zeitpunkts des letzten Kaufes her, sondern aus irgendwelchen anderen Faktoren. Komme ich gleich noch zu. Das war interessant. Obwohl wir eigentlich hier gesehen haben, im Durchschnitt ist das der Zeitpunkt. Und das kann ich wirklich für einen Kunden berechnen. Denn diese Kunden, die haben einen extrem hohen CLV und da macht Kauffrequenz echt was aus. Oder auch hier so eine mittlere CLV-Prognose. Aber der Zeitpunkt des letzten Kaufes, der wirkt sich mega gut auf diesen CLV aus. So, und mit diesen Informationen kann er natürlich echt viel steuern. Da kann ich viel machen. Und diese Kunden vielleicht mal zu machen, da hat man so einen Longtail, das spielt jetzt keine Rolle. Und was man noch sehen kann, wir haben gesagt, irgendwie, wie kriegen wir den CLV denn jetzt hoch? Diese Chart sagt uns Folgendes. Nachdem jemand, und das sind echte Daten, nachdem jemand in der Kategorie Eigenmarke gekauft hat, und zwar nach dreimal, da steigt irgendwie, das hat dann keinen Einfluss mehr auf den CLV. Das wisst ihr, dass ich am Anfang gesagt habe, die ersten zwei, drei Käufe, die sind total entscheidend. Und das sieht man genau an diesen Charts auch wieder. Das ist ein bisschen advancederes Thema, ein bisschen fortgeschrittenes Thema. Aber auch das kann man alles mit dem CLV machen. Nämlich reingucken, was sind eigentlich die Treiber davon, was sind die Treiber von dem CLV und wie gehen wir damit um. Also fand ich aber trotzdem spannend. Eigenmarken hier am Anfang, also was machen wir jetzt vom First to Second Order? Lass uns mal gucken, dass die Eigenmarke, weil da haben wir ja gesehen, das hat nur einen Einfluss. Lass uns mal versuchen, die Eigenmarken nach vorne zu bringen. Das wäre so, die Implikation für diesen Kunden. Ganz spannend eigentlich dabei. Kann man alles sehen bei uns in der Software. Und da gibt es so unterschiedliche, das kannst du mit jedem Faktor machen. Das wäre jetzt Alter, das war also Kauffrequenz in der Eigenmarke. Vorher hatte ich Zeitpunkt des letzten Kaufes. So welche Geschichten. Die kann man alle analysieren. So, jetzt brauchen wir dafür doch eine große Data Science Abteilung, oder? Und ich glaube, das müssen wir nicht haben. Das müssen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das könnt ihr alle. Denn ihr kennt doch euer Business. Und das ganze Technische, das muss man eigentlich nicht machen.
Normalerweise musst du das nämlich in so einem Data Science Prozess machen. Du musst das Business verstehen, dann musst du deine Daten verstehen, ne? Da sind die ganzen BIler und ITler dabei. Da muss man diese Daten vorbereiten, Feature Encoding machen, das Modell rennen lassen und dann kommt das. Und darum sind eure Data Scientists, wenn ihr welche habt, auch immer so busy. Weil wir das alle immer per Hand machen. Und darum haben wir auch Schwierigkeiten, als Marketer das zu machen, weil es einfach so viel technisches Lala ist. Das ist halt so. Ja, ich kann programmieren, aber es ist immer noch, boah, wenn ich da das aufbaue, das dauert. Und ich mache viele Fehler auch. Ne? Und das wollen wir nicht. Aber dieses Data Understanding and Preparation ist echt ein Riesenthema und darum braucht ihr immer diese Data Scientists. Und wir glauben, wir brauchen das nicht. Beim Cross-Engage, das sind diese ganzen Sachen, das wird alles automatisch berechnet. Ich will das nochmal reinschauen, was das so für Variablen sind, die da so berechnet wird. Das interessiert euch aber alles gar nicht. Denn ihr müsst bei uns nur das Businessverständnis haben. Das, was ich vorhin, die Cases, die ich gehabt habe. Wir wollen eine Churn-Prognose machen und sagen, wir wollen nach vorne gucken. Wir wollen schauen, wer sich abmelden wird. Wir wollen schauen, was eigentlich der Customer Lifetime Value in der Kategorie Wein ist. Dann ist das auch das, was ihr nur wissen müsst. Denn wir haben sowas wie so einen No-Code Predictive Modeler. Der stellt euch ein paar Fragen und dann sagt er, los geht's. Das ist super spannend. Wir haben einen Kunden bei AGS, ja, also Atelier Goldener Schnitt. Das ist Mode für ältere Leute. Da war eine Person im Marketing, die hat das von einem Modell auf 250 Modelle hochskaliert, ohne eine weitere Person. Die machen jede Aussteuerung von ihren Coupons, von ihren Printkampagnen, von ihren CRM-Kampagnen auf Basis von einem Modell. Ja, mit einer Person. Und das ist bei uns auch die Zeitersparnis. Ihr habt die Folien, da könnt ihr noch mal reinschauen. Das will ich gar nicht weiter so richtig groß targeten. Interessant ist aber natürlich, denn jetzt habe ich so eine Prognose und bei den meisten Prognosen, da weiß ich ja gar nicht, sind die eigentlich gut oder sind die schlecht. Das hat ja mal so eine Scheingenauigkeit. Ne? Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und bei uns ist es so, man kann das ziemlich genau sehen. Ja? Wir sehen hier, oh, hier gibt es noch so ein bisschen Insufficient, aber eigentlich kannst du das Modell nutzen. Ja? Wie so eine Ampel kann man das Ganze machen. Und darum glauben wir, dass Marketer, wir können das. Wir brauchen dafür keine Data Scientists. Wir können das selber. Und wenn es Probleme gibt, dann könnt ihr uns auch noch anrufen dabei. Ne? Also ihr braucht keine große Data Science Abteilung, um das umzusetzen. Ihr braucht das Businessverständnis und deswegen kann ich nochmal auf dem Use Case Seminar diese Use Cases zu identifizieren. Das ist der Kern dahinter, um das zu machen. Ja? Wir sind CrossEngage, wir sind eine Customer Data und Prediction Plattform. Vielleicht nochmal ganz kurz zu uns, wer wir eigentlich sind. Und dann haben wir noch einige Minuten, um vielleicht zu diskutieren. Ansonsten entlasse ich euch nämlich auch schon vorher. Wir sind eine Customer Data und Prediction Plattform. Bei uns kann man Daten sammeln. Ja? Auf der einen Seite, wir können alle First-Party-Daten tracken. Das kommt dann alles in so ein 360-Grad-Profil, eventbasiert. Ne? Du hast alle Identifier dahinter, was du so brauchst als CRM. Irgendwie ne? Eine E-Mail-Adresse, die Adresse an sich und so weiter. Mobile-IDs, was man so alles hat. Das kannst du da machen. Und ein zweites Modul ist genau dieser No-Code Predictive Modeler. Eigentlich könnte man auch nochmal in die App gehen. Wir können auch mal ein Modell bauen. Sollen wir mal ein Modell bauen? Da brauche ich aber einmal ein Notebook für. Wer Bock hat, das können wir auch gleich vielleicht nochmal machen. Also dann seht ihr, wie einfach das ist. Dann können wir diese Audiences bauen. Wir nehmen einfach die Audiences, bauen die zusammen. Ganz einfach, Drag and Drop bei uns, das zu machen. Und wir können das auf allen Kanälen aktivieren. So, jetzt ist oft die Frage, so, wir haben aber schon irgendwie ein Salesforce und ein E-Masys. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können diese ganzen Flowcharts bauen, was da irgendwie dahinter steht. Aber wir können auch einfach in diese Systeme übertragen, die ihr schon habt. Ja, wenn ihr also irgendwie Interesse habt, das mal zu machen, auszuprobieren, wir machen auch gerne Cases mit euch, ne, wie diesen Spam-to-Bam-Case. Wenn euch das irgendwie interessiert, kommt mal zu uns, wir rechnen das für euch, mit euch zusammen und wir liefern das in die Systeme. Ihr müsst keinen Systemwechsel machen, das will ich euch damit sagen. Und was ich euch auch anbieten kann, ist ein sogenannter CRM-Health-Check. Also kommt gerne bei uns zum Stand, wir machen mal den Health-Check, wo steht ihr eigentlich gerade und was wären so die nächsten Schritte für euch? Das glaube ich, vielleicht ist ganz spannend, glaube ich, für alle. Wir lassen euch nicht alleine, wir machen das komplett, wir implementieren Dinge bei euch, wir machen das alles mit euch zusammen und ganz wichtig, das ist mir nochmal wichtig, also beim CRM einfach nochmal zu überlegen, haben wir eigentlich alles für die Zukunft? Wir gehen da immer, wir sagen Technologie, obwohl wir Technologieanbieter sind, wir sagen Technologie last, vorher. Was wollt ihr eigentlich auf CRM-mäßig erreichen? Wollt ihr auf diesen Kundenwert gehen? Habt ihr eine Organisation, die das umsetzen kann? Wie habt ihr diesen Support? Habt ihr die Daten, das zu machen? Habt ihr alles datenschutztechnisch auch ne, unter Kontrolle? Und erst dann kommt Technologie. Da haben wir eine Abteilung, die arbeitet gerne mit euch, auch Cases aus, probiert die aus, POCs, ähnliche Geschichte. Ja, auch diese ganzen Cases, die ich euch ja da gezeigt habe, wir haben noch viele, viele mehr. Einfach mal bei euch ausprobieren. Wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist, dann ist das, glaube ich, sehr interessant. So,
Und von daher, ich glaube, dass Bestandskundenmarketing ja aktueller denn je ist. Und die Gründe dafür, die liegen auf der Hand. Die haben wir ja diskutiert die letzten 75 Minuten. Ja, also es wird teurer, Kunden einzukaufen. Die Daten haben wir nur noch wie im CRM. Nur da sind die User-IDs. Die sind nicht mehr im Performance-Marketing. Wir müssen mehr aus Kunden rausholen. Wir haben ein wertbasiertes CRM. Das ist CRM 2.0, ein wertbasiertes CRM. Ne? Urgency und CLV, das wirklich an diesen Kundenwerten auszurichten. Und ihr habt ja gesehen, was man alles damit auf einmal machen kann, aus dieser einen E-Mail 8 E-Mails zu machen. Und zwar mit ganz wenig Input eigentlich. Haben wir auch viel getargetete E-Mails bekommen. Schlüssel ist dieses Predictive-Ding. Kann nur euch bitten, damit zu beschäftigen, weil ich glaube, das wird die Zukunft sein. Kreativität gepaart mit diesem AI-Part ist, glaube ich, wird die Zukunft sein. Das wird es sein. Und dann wird Bestandskundenmarketing richtig schön sein. Wenn wir dann auch Kundenwert und Urgency priorisieren, können wir das auch schaffen in der Woche. Wenn wir experimentieren, noch viel mehr. Und wenn euch das ein bisschen interessiert, worüber ich die letzten 75 Minuten gesprochen habe, dann kommt gerne bei uns am Stand vorbei. Wir machen das schon eine ganze Weile, seit 2015. Halle A1, A10, wir sind auf dem Medianat-Stand. Wir können auch ein CRM Consulting gibt's zu gewinnen. Oder, Michael, ist richtig, CRM Consulting ist zu gewinnen. Wir haben unsere Kollegen da, auch unser Chief Data Scientist ist auch da, wenn euch das interessiert, einfach mit sich mal mit denen auszutauschen. Das ist keine Nerd-Diskussion, ja? Das ist wirklich spannend. Und mit den Worten herzlichen, herzlichen Dank. Gibt es denn Fragen? Kann ich Fragen beantworten? Darf ich Fragen beantworten? Irgendwelche Fragen? Ja, gerne. Ja. Habt ihr, sag ich mal, Methoden, welches die eben beschleunigt? Ja, also da kommen wir so ein bisschen auf Testmethodik, also bayesianische Tests, wenn die einmal signifikant sind, sind die signifikant, nicht im Vergleich zur Frequenztheorie, wo du sozusagen wirklich Samples brauchst. Also als erstes bayesianisch testen, dann geht es sozusagen, dann bist du safer, dann weißt du, wann du aufhören musst, dann hast du nicht die großen Daten. Und das zweite ist, du hast ja auch gesehen bei uns, das kommt ja ein bisschen auf die Menge der Leute an, mit denen du sozusagen experimentieren willst. Aber du hast ja bei uns auch gesehen, die kleinen Gruppen, das geht auch innerhalb von einer Woche. Natürlich ist es so ein bisschen, wie viel Varianz hast du in deinem Kundenverhalten, das bestimmt, wie viel du experimentieren musst. Also fang gerne mit den Sachen an, wo du viel Varianz hast, dann brauchst du nicht so viele Kunden dahinter. Haben wir sonst noch Fragen? Ansonsten sage ich einfach Dankeschön. Kommt gerne bei uns vorbei. Ich hoffe, das war ein bisschen entertaining mittags. Dankeschön. Danke.